Hallo meine Lieben, es ist so lang her, dass ich ein Video gemacht habe. Ich glaube, ich bin komplett raus. Ich möchte gerne ein bisschen was mit herbstlichen Motiven machen und einfach wieder mal spülen, langsam reinkommen. Ein bisschen was habe ich schon gemacht, dank der Hilfe von meiner Tochter für die bevorstehende Eröffnung vom Concept Store hier in Hauzenberg, bei dem ich auch als Ausstellerin bzw. Shop mitmache. Und ja, ansonsten gäbe es so viel erzählen, aber ihr wisst jetzt gar nicht, wo ich anfange. Schulter geht es leidlich okay, die Wunde ist super gut verheilt, hinten und vorne, wo ich so ja, eh schon wissen. Es wird, es wird, es wird, es wird. Okay, legen wir einfach los, schauen wir mal, wie weit das ich komme. Passend zum herbstlichen Thema habe ich mir jetzt einmal ein bisschen was rausgesucht. Einmal so ein paar Rot- und Brauntöne, ein bisschen Grün. Was ich noch brauche, ist ein Gelbton. Da muss ich aber noch überlegen, was ich dann nehme für dieses Baby da. Und zwar ist in dem neuen Herbst- und Winterkatalog, Minikatalog, ein neues Stencil-Set, also Schablonenset, mit dabei. Das heißt vielseitig schön. Das sind Layering Stencils, das heißt, man macht hier erst einmal die Blüten, dann geht man mit den Mitten drüber und dann kann man hier noch Akzente setzen von den Samenkapseln. Und für die Blätter haben wir eine Schablone. Und noch dabei bei diesem Set, das heißt vielseitig schön, sind diese Geschichteln da. Das sind Herbstlaub, beziehungsweise dieses Muster hier. Und für den Winter Sterne, Schneeflocken, das ist noch rausgekriegt. Ja, also ich habe mir noch nichts genau überlegt. Ich werde einfach einmal loslegen, kennt es mir. Ich habe mir jetzt aus Aquarellpapier einmal was rausgeschnitten in 6x6 Inch und fange jetzt einfach einmal an, hier um die Mitte die Farbe ein bisschen intensiver aufzubringen. Um die jeweiligen Blüten mitten. Dann werde ich es ein bisschen abstreifen. Hoppla. Und nach außen dann verlaufen lassen. Das heißt, man nimmt ja dann immer wieder Farbe auf von der Mitte. Und habe dann hier einmal schon so farblich abgesetzte Sonnenblumen, das ist jetzt übrigens Currygelb. So, die Blütenmitte mache ich jetzt mit Espresso. Und zwar gehe ich einfach da noch einmal zart drüber. Relativ zart. Und die Samenkapsel mache ich auch mit Espresso. Ich habe vorher was anderes ausprobiert, aber das hat mir dann gar nicht gefallen. Gut. Die Stencils selber einfach nur mit einem Babywipe oder, keine Ahnung, fließendem Wasser abwischen. Und ich habe da aber so ein Mikrofasertuch liegen. Ah, hinten nicht vergessen, gell? Sonst hat man das nächste Projekt gleich wieder eingesaut. Da werde ich prädestiniert dafür. Machen wir gleich einen kleinen Putzkurs noch mit. Schaut mal, Gespenst. Ich bin Gedanken schon ein bisschen in der Halloween-Produktion. David ist ja Amerikaner. Da ist das gar nicht so abwegig. So, die Bladeln, ja, die kann ich jetzt nur so mit da drauf geben gleich. Weil ich schneide das sowieso jetzt mit der Hand aus. So, und dann brauchen wir Grün, zwei verschiedene Grüntöne.
Dann gehe ich jetzt einmal mit dem helleren drüber, das ist Olivgrün. Und zwar fange ich quasi in die Spitzen an. Und zieh das so ein bisschen auf. Und gehe dann ins Waldmoos rein. Von oben runter sozusagen. Jetzt haben wir auf dem Aquarellpapier natürlich dann von Haus aus nur ein wenig eine andere Struktur. Sorry, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Jetzt wirken die insgesamt auch nochmal ein bisschen intensiver. Sorry für das Licht, aber ja. Ich glaube, soweit habt ihr sicher ja schon bei einigen Kolleginnen von mir gesehen. Schauen wir mal, was ich draus mache nach dem Rest. So, dann hätte ich noch eine Idee. Und zwar möchte ich versuchen, hier mit dieser Schablone diese Motive hier mit Gold heiß zu prägen. Ich habe ein sehr feuchtes Versamag-Kissen hier und probiere es einfach einmal. Man sieht es auf dem espressofarbenen Farbkarton. Entschuldigung, immer wenn ich nicht rede, dann konzentriere ich mich für 1-2 Sekunden. So. Wahrscheinlich war es so ein Tupfer gescheiter als wie das ganze Stempelkissen. Aber ich bin da eher brachial unterwegs. So. Bin ich aber gespannt. Naja, das schaut schon mal nicht übel aus. Dann schauen wir mal, wie es Gold wird. Nach dem Erhitzen. So, diese Schnipselarbeit ist absolut was, um entweder komplett durchzudrehen oder die Nerven zu beruhigen. Ich bin mir noch nicht sicher, was es bei mir auslöst. Also meine Lieblingsbeschäftigung ist es definitiv nicht. Aber es hat mir jetzt eigentlich die letzten 5
Ja, sagen wir mal 10 Minuten schon gedanklich ganz woanders gebracht. Zur Eröffnung von unserem Concept Store. Ich sage bei unser, aber es ist tatsächlich die Kleinstadt Liebe und das war ja, was mir am Anfang 2022 im Herbst das hier Ankommen noch mal ein Stück erleichtert hat. Das war die freundliche Aufnahme hier in dem Concept Store, also bei der Kleinstadt Liebe, bei dem ersten Markt, an dem ich Teilhabe hatte, oh Gott, Deutsch. Ja, und das habe ich jetzt gerade ein bisschen gedacht. So, dann muss ich jetzt überlegen, was ich noch tue. Bis gleich. So, die meisten Sachen habe ich jetzt beieinander. Glaube ich. Fangen wir mit dem Zahnband an. Nein, meine Finger. Stille. Das heißt ja der goldene Herbst. Das heißt, wir können da schon ein bisschen ins Opulente gehen. Aber ich brich das jetzt nicht mit einem harten Grundweiß, sondern gehe mit Vanille pur da rein. Das gefällt mir besser. So, dann schauen wir mal. Wie wir die Mäuse da hier anbringen. Das heißt, ich nehme jetzt dann nur im unteren Bereich eine Erhöhung durch eine Dimensional und gehe nach oben einfach mit einem Glue Dot zum Befestigen. Genau. Da reicht auch. Reichen auch zwei Glue Dots. Man merkt, ich habe zu lange Kameraabstinenz. Kann mich gar nicht so richtig fallen lassen ins Ratschen. So, jetzt bin ich dann am Überlegen. Ich wollte irgendwie noch ein goldenes Element und ich habe dann noch den Goldfaden da mit einbringen. Also ihr seht es jetzt dann wahrscheinlich in der Kamera gerade nicht. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Goldfaden einfach ein paar Mal. Und das Arbeiten haben wir auch verlernt. Prima. Einfach jetzt da ein paar Mal um die Hand und noch einmal quasi so ein. Mal schauen, ob das was wird. Bei dem Gefummel mache ich jetzt einmal kurz die Kamera aus. So, ich habe mir das jetzt hier mit diesen Dimensionals ein bisschen fixiert, so grob. Alles, was da so übersteht, die Franzl, die tue ich jetzt gleich mal weg, aber ich mag,
mag das nicht, wenn das absteht. So, dann schiebe ich das hier mal so drunter. Und dann kann ich mir die nämlich wieder nach vorne holen, hier die Mäuse. Und hab dann hier noch mal mein Danke. Genau. So mache ich das. Und wahrscheinlich war ein Mini der Menschen jetzt gescheiter gewesen, aber jetzt habe ich schon da. Mal halbwegs gerade da ist. So. Ja, man kann es wenig gut, oder man kann es nicht so gut erkennen in der Kamera, aber es sind hier noch Goldfäden. So. Das wäre so Front. Und für innen habe ich mal nur den Spruch ausgestanzt. Der Himmel schiebt manchmal Menschen wie dich, und habe mir die große Sonnenblume hier aufgehoben. Jetzt führt man da auch noch irgendwie ein goldenes Element, gell? Aber ich glaube, da wäre ich nur mit Perlen einige. Genau. So. Auf zum Endspurt. Also, gerade gelangen mir meine Perlen noch. Das war jetzt fatal gewesen. Gut, ich hätte noch andere Goldperlen gehabt, aber die sind so schön hell. So, wir haben auch meine roten Hände. Also das ist jetzt ein bisschen diese opulente Herbstkarte. Und innen noch die Geschichte. Jetzt werden wir noch was für hinten einfallen lassen und den Briefumschlag. Genau, ich nehme einfach jetzt da die kleinste Blüte und setze mir die da links in die Ecke. War halt gescheit gewesen, wenn man das schon im Vorfeld mitgeplant hätte, aber da habe ich noch nicht so weit gedacht. Diesmal stupfe ich das. Erinnert mich irgendwie an diese Blume von Rapunzel, neu verföhnt, von dem Film. So, dann noch die Mitte, ab durch die Mitte. Ausschaut schon wieder nach einer Karte. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Mir. Einmal.
zweimal. Et voilà. So, das ist einmal der Umschlag. Gut, jetzt bin ich fertig. Also, Espresso, Gold, goldener Herbst, Sonnenblume. Und hinten habe ich noch ein bisschen riskant das Blatt hier noch aufgestenzelt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder öfter. Das war das erste Video nach einer langen, langen OP-Pause, OP- und Rekonvaleszenzpause. Aber zum Glück geht es wieder aufwärts. Also, schöne Zeit und wir sehen uns. Servus!